Lehn ist 3 Jahre alt. Sie ist heute früh in Heiligenkreuz im Burgenland nach Österreich gekommen. Auch die 22-jährige Ravan Kastali hat es mit ihrem 13-jährigen Bruder Kivan bis hierher geschafft. Alles, was sie haben, passt in 2 Rucksäcke. Dabei sind sie mit ihrem Bruder Yaman zu dritt unterwegs. Die Geschwister stammen aus Aleppo. Damit sie fliehen können, hat die Mutter in Syrien ihren gesamten Schmuck verkauft. Bevor ich einschlafe, jeden Tag weine ich, weil ich Angst habe um meine Familie. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert, während wir unterwegs nach Deutschland sind. Für die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland haben die 3 pro Person 1.200 Euro bezahlt. Wir haben dieses kleine Boot genommen. Es wird Todesboot genannt. 50 Leute waren da an Bord. Das Boot war kaputt und es war voll mit Wasser. Unterwegs haben die 3 Geschwister Lehn und ihre Eltern kennengelernt und sind seither gemeinsam unterwegs. Mit Hunderten warten sie heute geduldig und hoffen, dass sie mit einem Bus in eine Unterkunft gebracht werden. Alle bekommen etwas zu essen. Der Bus von der katholischen Jugend aus Grametschlag in Niederösterreich ist seit 9 Uhr am Grenzübergang. Das Rote Kreuz hat die freiwillige Truppe in den letzten Tagen immer wieder angefordert. Sie sind einfach die schnellste mobile Küche zurzeit. Verkocht wird, was sie selbst dabei haben, das Rote Kreuz anliefert oder Privatpersonen aus der Umgebung vorbeibringen. Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie beim Tomatenschneiden ab und zu da hinausschauen? Dabei geht's, jetzt wenn man was zu tun hat, aber wo ich herkommen bin zuerst, das war ziemlich heftig. Und das, man sieht es in den Medien, aber so live, das ist unvorstellbar. Was ist es, was in Ihnen vorgeht, wenn Sie das sehen? Ungerechtigkeit und das Gefühl, dass es mir viel zu gut geht, wenn ich andere da so sehe. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mit meinem Sohn unterwegs bin, so lang und so leidvoll. Und das machen sie sicher nicht freiwillig und weil es einer besser gehen will, sondern weil sie einfach Angst um ihr Leben haben. Deswegen mache ich das. Angst um ihr Leben. Das hat diese 3 Männer aus ihrer Heimatstadt Mosul vertrieben. In der 2. Stadt des Irak herrschen die Terrormilizen des IS. Auf der Flucht nach Ungarn hat dieser Mann seine Mutter und seine Schwester verloren. Die 3 bitten um Hilfe. Hat jemand die 52-jährige Monira Sedia gesehen? Vor 3 Tagen wurde die Mutter von ihrem Sohn getrennt. Auch zur 32-jährigen Schwester Tara Gaffa haben sie den Kontakt verloren. Solche Fälle gibt es auf der Flucht immer wieder. Die Menschen erzählen uns, dass sie in Mazedonien von der Polizei geschlagen worden sind. In Serbien war es etwas besser. In Ungarn hat man sie wie Kriminelle behandelt. Mein kleiner Bruder tut mir so leid. Die Reise hierher war wirklich extrem. Aber was soll ich tun? Es ist Krieg. Es ist eine Mischung aus Verzweiflung und Mut, die dazu geführt hat, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen haben. Manche sind seit Wochen unterwegs und es tut ihnen sichtlich gut, wohlwollend und mit einer warmen Mahlzeit empfangen zu werden, die von den Freiwilligen zubereitet worden ist. Warum machen Sie das? Weil es einfach Trauer ist. Also, da braucht man nicht überlegen. Wir wissen es wahrscheinlich gar nicht genau, warum wir es tun. Es wird so viel theoretisiert, ja, man sollte, man könnte. Und wir glauben halt, dass es wirklich gut ist, wenn man sofort was anpackt. Das Trockentraining ist vorbei. Also wenn ich mit Jugendlichen arbeite und sie darauf vorbereite, wie könnte christliche Nächstenliebe ausschauen, wie ist das? Oder wir beten auch gemeinsam, dann ist es wichtig und das gehört. Allerdings, wenn es dann soweit ist, dann muss man alles liegen und stehen lassen und muss fahren.
Die Menschen wurden von den ungarischen Behörden einen Kilometer vor der Grenze zu Österreich abgesetzt, ohne ihnen zu sagen, wo sie überhaupt sind. Die meisten haben gedacht, sie seien in Nickelsdorf. Nach wie vor will der Großteil weiter nach Deutschland. Unser Land Syrien ist sehr, sehr schön. Wir haben es immer den Himmel genannt. Und jetzt wird dort gekämpft. Warum? Was wäre passiert, wenn sie in Aleppo geblieben wären? Dann wären wir tot. Wenn du auf der Straße gehst, kann dir dort alles passieren. Bombardierungen, Explosionen, die ganze Zeit. Es kann dir alles passieren. Wirklich alles. You don't expect anything. If you walk on the street, you'll expect anything. Anything. Von Heiligenkreuz im Südburgenland sind die meisten von ihnen mit Bussen nach Graz gebracht worden. Als wir unsere Dreharbeiten am Nachmittag beenden, haben die drei Geschwister, aber auch Lene und ihre Eltern, noch auf einen Bus gewartet und auf ein Quartier für die Nacht gehofft. Die freiwilligen Helfer sind bei ihnen geblieben. Hi. Die Blicke, wenn du in die Augen schaust und der Wort drauf, dass er da Danke sagen kann, einfach nur durch einen Blick. Ja, und das trifft dich mitten ins Herz. Und du weißt, das ist richtig, was du hast, du bist einfach richtig am Platz. Und wir wollten jetzt live mit der Innenministerin und dem Verteidigungsminister sprechen. In Brüssel wird aber noch von den Innenministern debattiert. Deshalb ist sich das mit Frau Mikl-Leitner leider nicht ausgegangen. Und ich begrüße deshalb jetzt Verteidigungsminister Gerald Klug von der SPÖ. Allein bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Verteidigungsminister, wann beginnen denn jetzt die Grenzkontrollen genau? Und vor allem, was genau sollen sie denn bringen, wenn dadurch kein einziger Flüchtling weniger nach Österreich kommt, wie Sie heute gesagt haben? Nachdem der Assistenzeinsatz im Ministerrat beschlossen wurde, stehen ab morgen sofort 500 Soldatinnen und Soldaten für diese Unterstützung zur Verfügung. Wir sind in zwei Bereichen aktiv, einerseits im humanitären Bereich, also Verpflegung, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, aber auch zur Unterstützung der Polizei für die Kontrollen im Grenzraum. Was sollen die Kontrollen bringen? Konkret geht es im Wesentlichen darum, dass die Soldatinnen und Soldaten hier die Polizisten unterstützen. Einerseits wird es beispielsweise zu Fahrzeugkontrollen vermehrt kommen. Es wird darüber hinaus auch zum Aufgreifen von Flüchtlingen kommen, die dann von den Soldaten der nächsten Polizeidienststelle übergeben werden. Aber ist das nicht ein bisschen Aktionismus und Symbolpolitik, wenn dadurch kein einziger Flüchtling weniger kommt? Das klingt ein bisschen nach Beschäftigungstherapie für Polizisten und Soldaten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das österreichische Bundesheer für einen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz zur Verfügung steht, wenn er vom Innenministerium angefordert wird. Das ist Aufgabe im Innenministerium, das ist auch so in der Verfassung vorgesehen. Der Antrag ist heute Vormittag eingegangen bei uns und wir arbeiten das jetzt ab. Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie nicht wirklich wissen, was die Grenzkontrollen bringen sollen? Grundsätzlich ist der Assistenzeinsatz immer dann zum Zug kommend, wenn alle anderen Kräfte, auch die Sicherheitsbehörden, also die Polizei, an ihre Grenzen stößt. Das ist jetzt offensichtlich der Fall. Daher unterstützen wir die Polizei, um hier geordnet auf humanitären Weg diese Flüchtlingsbewegungen abzuarbeiten. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass deshalb trotzdem kein Flüchtling weniger kommen wird. Jetzt werden die Leute registriert. Wenn Sie in Österreich um Asyl ansuchen, dann bekommen Sie ein Quartier und ein Verfahren. Das haben Sie heute gesagt. Aber was ist, wenn ein Flüchtling nicht hier um Asyl ansucht, sondern sagt, er will nach Deutschland weiter? Was machen Sie dann? Dann werden wir auf geordnete Art und Weise mit den Transportkapazitäten, die uns gemeinsam zur Verfügung stehen, hier unterstützt schon bisher das österreichische Bundesheer im Wege der Unterstützungsleistung auch das Innenministerium, weitergeleitet an ihren Zielwunschort, und den haben wir im Vorspann gesehen, die meisten wollen nach Deutschland weiter. Das heißt, obwohl die Leute aus Ungarn kommen und rein rechtlich nach dem Dublin-Abkommen eigentlich nach Ungarn zurück müssten, werden sie niemanden nach Ungarn zurückschieben? Wir werden niemanden nach Ungarn zurückschieben. Was heißt dann, dass Dublin nach wie vor gilt? Meines Erachtens ist es das Instrument, das im Moment zur Verfügung steht. Ich gebe Ihnen recht, es ist ein untaugliches, weil es natürlich für diese Massen an Flüchtlingsströmen nicht vorgesehen war und ist. Aber solange uns kein anderes zur Verfügung steht, werden wir danach handeln und danach arbeiten.
Wenn wir uns mal ganz kurz die Grenzen Österreichs anschauen, das ist ja möglicherweise den meisten Zusehern nicht bewusst. Wir haben da eine Karte, wie lang die Grenzen denn tatsächlich sind. Allein die Grenze zwischen Österreich und Ungarn ist über 350 Kilometer lang. Die zur Slowakei 100 Kilometer, zu Tschechien 460 Kilometer und die zu Kroatien dann auch noch mal, zu Slowenien, pardon, auch noch mal über 300 Kilometer. Wie wollen Sie denn diese Grenzen tatsächlich kontrollieren? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir genau beobachten, welche Maßnahmen auch von den anderen Staaten durchgeführt werden. Das machen wir ja auch auf bewährte Art und Weise mit Deutschland. Daher gibt es ja auch zum Beispiel morgen den von Ihnen angesprochenen Gipfel mit Bundeskanzler Werner Faymann in Berlin. Auf der anderen Seite ist jetzt der erste Hotspot meines Erachtens in Burgenland. Wir werden daher die ersten Kräfte ins Burgenland einsetzen und dann natürlich die Flüchtlingsbewegungen ganz genau beobachten. Wir sind flexibel und haben auch die Profis dafür. Und trotzdem, die Grenze im Burgenland zu Ungarn ist 350 Kilometer lang. Sie wollen jetzt mal nur die Grenzübergänge kontrollieren. Jetzt sagen viele Experten, wir haben es im Beitrag gehört, dann weichen die Flüchtlinge einfach auf die grüne Grenze aus. Ist das nicht in Wirklichkeit einfach nur ein Beschäftigungsprogramm für Schlepper? Im ersten Durchgang geht es im Wesentlichen darum, dass wir jetzt die Polizei bei diesem Schwerpunkt Grenzkontrollen aktiv unterstützen, um hier auch gewisse Vorkehrungen zu treffen, wie zum Beispiel illegale Transporte, Schlepper aufzugreifen, aber auch Flüchtlinge aufzugreifen und die der Polizei zu übergeben. Wir werden selbstverständlich die Entwicklungen beobachten und wenn sich die Flüchtlingsströme verlegen, werden wir auch unsere Kräfte dementsprechend nachziehen. Wenn es nur darum geht, die Flüchtlinge zu registrieren und zu einem Asylverfahren zu bringen oder sie weiter Richtung Deutschland zu bringen, warum sind die Soldaten dann bewaffnet? Es wird im Wesentlichen davon abhängen, welche konkreten Aufgaben unsere Soldaten zu erfüllen haben. Wenn sie polizeiliche Aufgaben übernehmen, dann steht selbstverständlich auch die gesamte Ausrüstung zur Verfügung, um hier dementsprechend aktiv zu werden. Ich sage aber in diesem Zusammenhang gleich dazu, wichtig ist, durch das Auftreten unserer Soldaten soll eine geordnete Abwicklung, deeskalierende Flüchtlingsstromabwicklungen durchgeführt werden. Österreich hat einen recht bekannten Heeresnachrichtendienst, der traditionell als sehr gut informiert über die Zustände am Balkan gilt. Nehmen wir an, Sie haben die entsprechenden Informationen. Wie viele Menschen erwarten Sie denn jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen? Eine konkrete Vorhersage, quantitative Berechnung ist zweifelsohne eine schwierige Aufgabe. Aber wir rechnen in den nächsten Tagen noch mit mehreren Tausenden. Wir bemühen uns hier jetzt durch die Unterstützungsleistung und durch den Assistenz des Bundesheeres für eine geordnete Abwicklung der Flüchtlingsströme einen Beitrag zu leisten. Das hatten wir schon, mehrere Tausend sind ja schon in den letzten Stunden gekommen. Aber haben Sie irgendwelche Informationen darüber, wie viele Flüchtlinge tatsächlich am Balkan unterwegs sind und ob sich möglicherweise die Routen dort auch in den nächsten Tagen ändern? Weiß das der Heeresnachrichtendienst? Wir gehen davon aus, dass insbesondere jene Maßnahmen, die auf der ungarischen Grenze gesetzt werden, beziehungsweise an der EU-Außengrenze auch zu Veränderungen in den Flüchtlingsbewegungen führen werden. Und wir werden dann dementsprechend darauf auch reagieren. Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass die österreichische Regierung, vor allem ihre Partei und der Bundeskanzler in den letzten Wochen den ungarischen Premierminister Orbán wirklich sehr, sehr scharf kritisiert haben? Und in Wirklichkeit hoffen jetzt alle, dass Orbáns strenge Gesetze und sein Stacheldrahtzaun Richtung Serbien funktionieren? Also ich bin der Meinung, Herr Wolf, dass Spekulationen im Bereich der Sicherheitspolitik meines Erachtens nicht angebracht sind. Ich bin derselben Meinung wie unser Bundeskanzler und auf seiner Linie, wenn er konkrete Missstände in Ungarn auch dementsprechend benennt. Das muss in diesem Zusammenhang zulässig sein. Aber darüber hinaus wird es eine gesamteuropäische Lösung benötigen. Die FPÖ hat heute gefordert, keine weiteren Asylwerber in Österreich mehr aufzunehmen. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird das die Regierung so nicht umsetzen. Ich glaube, wenn wir im Vorspann gesehen haben, welche Flüchtlingsbewegungen jetzt international und durch Österreich unterwegs sind, dann ist das einfach unrealistisch. Herr Verteidigungsminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und herzlich willkommen vom Runden Tisch. In diesen Tagen, so schaut's aus, gerät so mancher europäische Grundwert ins Wanken, jedenfalls aber die Reisefreiheit neben der gemeinsamen Währung, eine der spürbaren Errungenschaften Europas. Das alles ist der großen Zahl an Flüchtlingen geschuldet, die vor allem eines wollen, nach Deutschland. Grenzen dicht, wollen jetzt die Regierungen vermitteln, aber ist das der richtige Weg und wie dicht sind denn die Grenzen tatsächlich? Wir haben heute die Klubobleute der 6 Parlamentsparteien an den runden Tisch
und zu einer Einschätzung dieser Vorgangsweise gebeten. Und ich begrüße Sie der Reihe nach, Andreas Schieder von der SPÖ. Guten Abend. Reinhold Lopatka, ÖVP, herzlich willkommen. Ich begrüße Heinz-Christian Stracke von der FPÖ. Grüß Gott. Eva Klawischnik von den Grünen. Matthias Strolz von den NEOS. Guten Abend. Guten Abend. Und Robert Luger vom Team Stronach. Guten Abend. Guten Abend. Und an Sie alle danke fürs Kommen. Wir sind heute Abend hier, um eine Maßnahme zu bewerten, die die Regierung heute bekannt gegeben hat und uns auch erklärt hat. Deshalb soll jetzt auch zunächst hier die Opposition zu Wort kommen. Herr Strache, Sie fordern ja seit Wochen Grenzen dicht. Jetzt macht das die Regierung auf ihre Weise. Sind Sie jetzt zufrieden? Naja, es kommt um ein Dreivierteljahr zu spät und leider, wie ich heute gehört habe, auch halbherzig. Denn wenn man seit einem Dreivierteljahr, seit Monaten eine Entwicklung erlebt, dann hätte man seit einiger Zeit erwarten müssen, dass man auch hier gegensteuert, auch die entsprechenden Reaktionen, auch den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres früher beschlossen hätte und natürlich dann auch in einer Art und Weise, wo man sicherstellt, dass wenn schon die Schengen-Außengrenzen völlig versagt haben, die Europäische Union und die Institutionen hier völlig versagt haben, Dublin II und Dublin III teilweise außer Kraft gesetzt wurde. Ich frage mich, mit welcher parlamentarischen Legitimation hat man Menschen, die in sicheren Staaten angekommen sind, daher auch den Schutz hatten, nicht mehr um ihr Leib und Leben fürchten zu müssen, weiterreisen lassen in Wunschdestinationen. Und das sind alles Dinge, die man hinterfragen muss, wo sehr viel schon falsch gelaufen ist, bis hin zu nicht vorgenommenen Registrierungen der letzten Monate, wo Menschen gesagt haben, sie wollen weiter nach Deutschland, durch Österreich gereist sind, ohne registriert zu werden. Und wir wissen gar nicht, wer aller weitergereist ist und wer nicht vielleicht doch noch im Land sich aufhält. Ja, wollen wir bei der Maßnahme bleiben, die jetzt heute getroffen und bekannt gegeben wurde? Sie sagen halbherzig. Wie würden Sie es denn machen? Grenzen dicht und alle zurückschicken? Naja, schauen Sie, Grenzsicherung bedeutet im Wesentlichen bei einer modernen Völkerwanderung, wie wir sie heute erleben, wo man davon ausgehen muss und dass auch Experten sagen, dass ein hoher Prozentsatz an Wirtschaftsflüchtlingen unterwegs ist, dass man die Grenzen sichern muss und schützen muss. Da geht es auch um den Schutz der eigenen Bevölkerung. Da geht es auch darum zu unterscheiden und letztlich auch zu definieren, wer versucht illegal die Grenze zu überschreiten, wer ist aus einem sicheren Drittstaat und hat dort aufgenommen zu werden und dort versorgt zu werden. Und das gehört im Wesentlichen sichergestellt. Wir können ja nicht unser Gartenhaus hat ja auch einen Zaun und wir hängen auch nicht die Fenster und die Türen aus. Das muss man verstehen, wie das gehen soll. Das sollen die Beamten an der Grenze kontrollieren, entscheiden. Das österreichische Bundesheer hat ja unglaublich lange erfolgreich die österreichischen Grenzen gesichert. Man tut ja so heute, wie ich gehört habe, gerade an der Problemgrenze zu Ungarn, als hätte das österreichische Bundesheer in der Vergangenheit nicht exzellent geschafft und bewältigt. Heute hat es ein Problem, weil es die letzten Jahre unverantwortlicherweise kaputt gespart wurde und man die Ressourcen so heruntergefahren hat, dass jetzt das österreichische Bundesheer wahrscheinlich zurzeit ohne Aufstockung und ohne entsprechenden Budgetmittel nicht imstande wäre. Also das Bundesheer soll die Grenze sichern, die Leute zur Not auch zurückschicken, Frau Klawischnik. Ich nehme an, Sie sehen das etwas anders, aber bleibt denn der Regierung jetzt im Moment etwas anderes übrig, als zu reagieren, nachdem die Deutschen da schon gestern entschieden haben, wir machen jetzt ganz rigoros Kontrollen? Also es geht hier nicht um Schengen oder um Dublin oder um irgendwelche Assistenzeinsätze, es geht in erster Linie um Menschen, die vor einer sehr brutalen Kriegssituation auf der Flucht sind. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass Österreich eine Politik macht, wo man dann vielleicht mit Wasserwerfern oder Gummiknüppeln Familien, die es jetzt über tausende Kilometer geschafft haben, hier Europa zu erreichen, dass man die dann zurückknüppelt. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich will mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube, das wollen Sie auch nicht. Ich glaube, es geht darum, dass Europa eine gemeinsame Strategie entwickelt, wie wir mit diesen Krisenregionen umgehen, wie wir legale Einreisemöglichkeiten schaffen, wie wir für die besonders gefährdeten Personengruppen, also Mütter mit Kindern, die alleine unterwegs sind, überhaupt Kinderflüchtlinge, also wie die überhaupt nicht diese gefährliche Reise unternehmen müssen, sondern vielleicht bereits in den Nachbarländern rund um Syrien um Asyl ansuchen können. Um diese Fragen geht es. Und umso bedauerlicher ist es, dass die Europäische Union im Moment solche Bremser dabei hat, die bei keiner solidarischen Lösung mitmachen wollen. Und auf das wollten wir uns konzentrieren. Ich glaube, wenn jemand, ich habe von einer Frau gehört, im 9. Monat schwanger, die ist 5 Kilometer durchs Mittelmeer geschwommen und hat dann auf der Flucht so
sozusagen das Baby geboren. Ja? Ich meine, also die wird sich nicht abschrecken lassen, dass das österreichische Bundesheer dann an der Grenze steht. Gut, ja? Das sind solche verzweifelten Situationen. Das wird das Problem nicht lösen. Es braucht einen Masterplan in Europa, um dieses Thema, wie gehen wir mit Kriegsflüchtlingen um? Und wir wissen das ja auch, was es heißt, Krieg und Frieden. Ja. Wir kennen diese Geschichte. Jetzt geht es aber darum, sozusagen zu entscheiden, was passiert heute, was passiert morgen und übermorgen, nämlich ganz konkret an diesen Tagen. Wie soll Österreich da Ihrer Meinung nach verfahren? Alle hereinlassen, die noch kommen, egal wie viele es sind? Oder irgendwann also in erster Linie jetzt, humanitäre Hilfe. Auch das Bundesheer soll in erster Linie humanitäre Hilfe leisten, medizinische Versorgung und einen geordneten Transport irgendwie organisieren. Aber auf politischer Ebene dürfen wir nicht auslassen. Also das heißt, dass Kanzler, Vizekanzler, Außenminister und Innenministerin nicht locker lassen dürfen, jetzt auch diese nicht solidarischen Staaten auch zu zwingen, hier solidarisch sich zu verhalten. Also das muss parallel passieren. Herr Stolz, der Verteidigungsminister hat soeben in der ZIP 2 gesagt, wir werden keinen einzigen, der aus Ungarn kommt, keinen einzigen Menschen dorthin zurückschicken. Finden Sie das in Ordnung? Das ist in Ordnung, weil ja heute auch der Verwaltungsgerichtshof festgestellt hat, dass Ungarn kein sicherer Platz ist. Und hier sind wir in der Pflicht, den Menschen, die hier diesen Krieg überleben, auch menschlich zu begegnen. Da sind wir kurzfristig in der Pflicht, aber mittellangfristig müssen wir natürlich zu ganz anderen Lösungen kommen. Wir NEOS fordern hier, nachdem die Innenminister heute kläglich gescheitert sind, einen sofortigen Sondergipfel der Regierungschefs. Das, was wir hier erleben, ist ja die Planlosigkeit, Konzeptlosigkeit einerseits der österreichischen Bundesregierung, aber auch natürlich aller 28 EU-Regierungen. Das ist beklemmend. Das war ja alles absehbar, was hier passieren wird. Und was wir fordern, ist, dass wir an den Außengrenzen Aufnahmezentren haben, die zentral für den EU-Raum hier die Aufnahme registrieren, dann eine faire Quote, dass wir das verteilen. Und vor allem müssen wir investieren vor Ort, in den Flüchtlingslagern Jordanien, Türkei, im Libanon. Alles, was wir dort investieren. Die Menschen wollen ja in der Nähe ihres Ursprungslandes bleiben. Und das sollten wir unterstützen. Viele sind aber weit gereist und bis zu uns gekommen. Und jetzt reden wir bitte noch einmal darüber, was die Regierung heute entschieden hat, nämlich den Grenzeinsatz des Bundesheeres. Finden Sie das die richtige Entscheidung? Und soll es so gehen, wie der Verteidigungsminister es uns vorher gerade erklärt hat? Naja, zum einen ist die Regierung sich noch nicht ganz eins, was sie eigentlich mit dem Bundesheer hier anfangen, hat man den Eindruck. Aber das ist so mal insgesamt den Eindruck. Wenn ich gestern im Zentrum geschaut habe, dass der Außenminister ein bisschen einen anderen Ton anschlägt und eine andere Richtung wie der Sozialminister. Also ich erwarte eine handlungsfähige Regierung. Das ist nicht gegeben. Und ja, für den Moment blieb uns nichts anderes übrig, als den Deutschen nachzuziehen. Ich sage nur, das war alles absehbar. Das ist ein komplettes Managementversagen und es wird dadurch auch kein Flüchtling weniger kommen. Das sagt ja selbst der Herr Kommender vom Bundesheer. Herr Luca, ich habe da nachgelesen, wenn es nach Ihnen geht, dann sollen ja, meinen Sie, Flüchtlinge direkt von Ungarn nach Deutschland gebracht werden, also mit anderen Worten ohne Zwischenstopp in Österreich. Heißt das, Sie meinen, Österreich soll sich aus dieser ganzen Flüchtlingssache am besten ganz raushalten, so wie das Viktor Orban in Ungarn versucht? Nein, überhaupt nicht. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Die Frau Merkel hat ja die Flüchtlinge eingeladen. Sie hat gesagt, unsere Grenzen sind offen, bitte kommt. Die deutsche Wirtschaft freut sich schon auf die Flüchtlinge. Jetzt können wir natürlich die schon hier sind, auch weiterleiten, dorthin, wo sie hinwollen. Aber für die Zukunft müssen wir selbstverständlich unsere Grenzen sichern und das Dublin-Abkommen einhalten. Das heißt, unser Bundesheer darf nicht, so wie jetzt, missbraucht werden als bezahlte Bewegungsmelder, die in Wahrheit nichts tun können an der Grenze. Nein, sie müssen die Flüchtlinge aufgreifen und wieder dorthin zurückbringen, wo sie hergekommen sind. Das haben die Regeln so vorgesehen. Und wenn Sie sagen, Frau Glawischnik, die Regeln sind nicht wichtig, die Menschen sind wichtig, aber ich glaube, das Zusammenleben funktioniert nur mit Regeln. Und deshalb müssen wir die Regeln einhalten, wenn wir sie brauchen. Und vielleicht ein so Punkt noch. Überleben ein geht, Punkt. Der Grund, warum die jetzt kommen, der Krieg ist seit 4 Jahren ist da seit 4 Jahren und jetzt kommen die Flüchtlinge. Warum? Weil wir, auch Österreich, die Flüchtlingslager vor Ort ausgehungert haben. Auch wir haben unsere Beiträge fast halbiert. Die USA haben ihre Beiträge eingestellt. Das heißt, die können dort das Essen für die Flüchtlinge nicht einmal mehr leisten. Und der jordanische Botschafter war bei mir und er hat mir vorgerechnet, dass für die 80.000 Flüchtlinge, wo wir jetzt 1 Milliarde ausgeben werden, könnten die dort unten 1 Million versorgen.
Also das heißt, mehr als 1:10 ist der Faktor. Das heißt, es ist viel, viel schlauer, vor Ort eben diese Flüchtlingslager ordentlich zu finanzieren und dann Schutzzonen zu bauen. Ich glaube, da spricht keiner darüber. Wir brauchen Schutzzonen und dann können wir auch wieder in diese Schutzzonen die Menschen zurückbringen und haben das Problem in Europa gelöst. Ich weiß warum schon, das keiner anspricht, ist mir rätselhaft. Das sprechen ganz viele an. Das haben auch ganz viele in den letzten Wochen schon wiederholt angesprochen. Wir versuchen nur heute mal über das zu reden, was jetzt gerade aktuell in Österreich passiert und das ein bisschen einzuordnen. Sie haben es schon angesprochen, Herr Strolz, es ist ja seit gestern, Herr Lobatka, sehr auffällig, dass die beiden Regierungsparteien offenbar irgendwas gemeinsam beschließen, aber nachher ganz unterschiedliche Interpretationen dessen haben, was das zu bedeuten hat. Jetzt frage ich Sie, wenn wir über diesen Grenzeinsatz des Bundesheeres sprechen, womit haben wir es da jetzt genau zu tun? Mit Grenzkontrollen, die irgendwie symbolisieren sollen, wir machen dicht? Oder ist es, wie zum Beispiel der Bundeskanzler gesagt hat, ein rein humanitärer Einsatz? Es ist beides. Für mich, ich versuche es zu erklären, okay. Das, was beschlossen worden ist, ist beides. Und es ist auch richtigerweise so vorher vom Verteidigungsminister gesagt worden. Wir haben einen Ausnahmezustand. Wenn an einem Tag 20.000 Menschen zu uns kommen, dann ist das auch im Regelwerk der EU so vorgesehen, im Artikel 25 bei Schengen, dass hier in diesem Ausnahmefall, wenn es die öffentliche Ordnung erfordert und die innere Sicherheit, dass ein Mitgliedstaat hier sofort handeln kann. Daher sage ich, wir haben unsere Grenzen zu kontrollieren, um einfach hier an der Grenze ein Chaos zu vermeiden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Hunderte, tausende Österreicherinnen und Österreicher haben in den letzten Tagen Enormes geleistet. Aber auch die stoßen an ihre Grenzen. Und da ist es auch richtig, dass hier das Bundesheer unterstützend unterwegs ist. Aber dass es überhaupt nichts daran ändern wird, wie viele jetzt kommen werden, das ist Ihnen bewusst. Nein, warum? Das sehe ich nicht so. Warum sollen die jetzt freiwillig in Ungarn bleiben, nur weil das Bundesheer an der Grenze steht? Schauen Sie, ich weiß nur, was heute in Deutschland passiert ist. Wir haben heute in Deutschland erstmals diese Grenzkontrollen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wie viele in den letzten Tagen in Deutschland um Asyl angesucht haben und wie viele heute. Es ist niemand zurückgeschickt worden, das wissen wir alle. Aber ich möchte Ihnen sagen, was es bewirkt hat. In den letzten Tagen waren es 10.000, 20.000, die um Asyl angesucht haben. Heute war es nicht einmal ein Zehntel. Natürlich wird das bemerkt. In der heutigen vernetzten Welt wird natürlich auch bemerkt werden, was an der EU-Außengrenze in Ungarn passiert. Da sage ich schon, ich gehe davon aus, dass diese Zustände, die wir jetzt haben, und die sind einmalig, keine Dauerzustände sein können. Und da muss man natürlich die richtigen Signale ausschicken. Und in dieser Ausnahmesituation, es hat ja auch vorher in der ZIP-2 der Europaabgeordnete Brok angesprochen, ist natürlich dieses Signal, das hier von Deutschland ausgegangen ist, in einer Form verstanden worden, die jetzt auch Deutschland vor riesige Herausforderungen stellt. Daher, letzter Satz von mir, und das muss man auch sehen, gehe ich davon aus, dass natürlich auch weiterhin Deutschland bereit ist, Personen, die hier bei uns ankommen, die Kriegsflüchtlinge sind, auch weiterhin aufzunehmen. So sehe ich auch morgen die Reise unserer Regierungsspitze. Es gibt auch bis jetzt keine anderen Signale in eine andere Richtung aus Deutschland. Aber Herr Schieder, wir haben es gehört, der Herr Verteidigungsminister hat gesagt ganz deutlich, er geht davon aus, dass kein einziger weniger hier ankommt. Und jetzt mal abgesehen von der unterstützenden Tätigkeit des Bundesheeres bei humanitärer Unterstützung für ein bisschen Leute entlasten, die halt aus der Zivilgesellschaft oder von den Rettungsorganisationen jetzt sehr stark sicher belastet waren in der letzten Zeit. Kann man sagen, das ist eine Show der Härte, bis der Spiegel schreibt, von der Sie hoffen, dass sie halt ankommt, dort, wo die Leute aufbrechen? Nein, ich halte auch von so plakativen Ausdrücken in dem Zusammenhang gar nichts. Es ist die Situation eingetreten, dass in den letzten Tagen alles, was an privater Hilfe durch die NGOs vom Samariterbund über Rotes Kreuz und dergleichen Caritas und so weiter passiert ist, aber auch dem, was die Polizei leisten konnte und die öffentlichen Hände, wie die Stadt Wien insofern an ein Ende gekommen ist, dass man jetzt zusätzliche Unterstützung braucht. Deswegen ist der rechtlich vernünftige Weg, einen Assistenzeinsatz
seitens des Innenministeriums zu, durch das Bundesheer zu beantragen. Und der Beschluss, nur weil Sie die Interpretation gefragt haben, der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheers dient der Unterstützung des Innenministeriums bei der Bewältigung der Flüchtlings- und Migrantenlage in Österreich und zur Unterstützung der Exekutive bei den erhöhten Grenzkontrollen im Bereich der Grenzübergänge. Mhm. Der Schwerpunkt Unterstützung liegt bei der humanitären Hilfe im Inland. Das heißt, dass natürlich jetzt auch das Bundesheer Essen bereitstellt für diese tausenden Leute, die jetzt in Österreich einmal festsitzen, über Nacht unterzubringen sind, in Notunterkünften unterzubringen sind. Sie werden Betten und Unterkunft auch zusätzlich zur Verfügung stellen. Und das alles ist meiner Meinung nach nicht eine Show der Härte, sondern das ist eine notwendige Hilfsmaßnahme, wofür wir das Bundesheer haben und jetzt eben auch heranziehen. Aber es wird überhaupt nichts daran ändern, dass dieser Flüchtlingsstrom nach Österreich, durch auch nach Deutschland, zwar ein bisschen langsamer, aber weiterhin so gehen wird wie in den letzten Tagen, Wochen, oder? Der Flüchtlingsstrom hat einerseits die Ursache natürlich im Bürgerkrieg in Syrien, am Islamischen Staat und den ganzen Krieg, der da ist, wenn man bedenkt, dass die Millionen, die auf der Flucht sind, der Großteil im Land selbst, also in Syrien, auf der Flucht sind. Weitere Millionen, ungefähr zwei in der Türkei sind, aber sich jetzt auch hunderttausende Leute bewegen und bewegt haben. Wir wissen auch, dass Griechenland inzwischen nicht als sicheres Land einzustufen ist, daher auch quasi aufgrund der vielen Probleme dort die Leute durchreisen. Wir wissen auch, wir kennen die Bilder, wie die Leute in Ungarn behandelt worden sind und daher ist es klar und auch zu erwarten, dass diese Leute weiterhin versuchen werden, nach Österreich, nach Deutschland, nach Skandinavien, nach Frankreich, nach Belgien zu gelangen. Und gut, die Genfer Flüchtlingskonvention werden wir nicht außer Kraft setzen, denn es ist ein Menschenrecht und daher hat auch jeder Mensch an der österreichischen Grenze, an der deutschen Grenze, in Schweden, in Norwegen und wo auch immer, auch um Asyl anzusuchen, wenn er auch darlegen kann, was die Asylgründe sind. Der Bürgerkrieg in Syrien liegt wohl auf der Hand, dass das ein eindeutiger Fall von Kriegsflüchtlingen ist. Deswegen hat sich auch die deutsche Bundeskanzlerin damals dazu entschieden, das auch so zu beantworten. Gut, das heißt aber auch, Herr Strache, jeder, der kommt und der an einem geordneten Grenzübergang das Wort Asyl sagt, hat, egal wie hoch die Mauern oder Zäune sind, von denen Sie ja auch gelegentlich widersprechen, ein Recht darauf, ein geordnetes Asylverfahren zu bekommen. Was also würden Grenzkontrollen, ja, und Zäune genau, und Ähnliches nicht ändern? Korrekt. Das ist eben nicht korrekt. Menschen, die durch unzählige sichere Staaten reisen, wo sie eben nicht mehr bedroht sind und nicht mehr Angst haben müssen um ihr Leben und sehr wohl den Schutz haben, vielleicht nicht den Wohlstand vorfinden, den sie sich wünschen. Und ich sage, es gibt kein Menschenrecht auf eine Wohlstandszuwanderung. Dann müssen wir das differenzieren. Und ich finde das unglaublich, fast schon verantwortungslos, das nicht zu tun. Und das erleben wir die letzten Monate. Wir haben eine Art, wenn man so will, sozialromantische Einladungs- und Willkommenskultur zum Teil erlebt, wo man überhaupt nicht differenziert hat. Wo man letztlich auch das, was vorher angesprochen wurde von Deutschland, das Signal ausgesendet hat in die Welt, kommt zu uns. Wir brauchen euch, wir wünschen euch. Und genau das auch ein Mitgrund ist, dieses Stromes, den wir erleben. Und jetzt können muss wir uns man einmal darauf verständigen, stellen, dass es hier nicht um einen Strom geht, sondern dass es hier um Menschen geht. Es geht um Menschen und es geht um Gesetze. Und nicht um einen Strom. Es geht um die Differenzierung Menschen, die im Sinne der Genfer Konvention verfolgt sind, denen die volle Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Und jetzt, und das müssen auch Sie einmal eingestehen, also es ist das Leben dieser Menschen in den unterschiedlichen europäischen Ländern nicht mehr gefährdet. Und Sie tun so, und auch das, was jetzt der Verwaltungsgerichtshof, sage völlig nicht nachvollziehbar, dargelegt hat an einem Einzelfall, bedeutet, dass europäische Unionsländer nicht mehr sicher sind für Menschen und die um ihr Leben fürchten müssen. Also ich frage mich, wo leben wir? Wir führen uns ja selbst ad absurdum. Und wir haben eine Verpflichtung unseren Bürgern gegenüber, natürlich Schutz, Sicherheit, aber auch Wohlstand sicherzustellen. Und wir können nicht unkontrollierte Massenbewegungen aus Wohlstandsgründen, wo Experten sagen, dass ein überwiegender Teil aus diesen Gründen kommt, ohne Differenzierung zulassen. Das birgt Probleme in sich und da müssen wir ernsthaft damit umgehen. Ich sage ganz bewusst, man hat Gesetze gebrochen und ich frage mich, welche Legitimation
Hat der Herr Bundeskanzler und die Frau Innenministerin. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten dokumentiert. Ganz konkret bei der Innenministerin kann man es konkret mit Amtsmissbrauch festmachen. Wir werden auch eine Ministerklage auch einbringen. Wenn man Fremdenpolizeigesetze außer Kraft setzt und uns Exekutivbeamte erzählen, es gibt keine fremdenpolizeilichen gesetzlichen Umsetzungen im Sinne der Gesetze, wenn wir keine Registrierungen vornehmen, wenn wir Menschen, die aus einem sicheren Drittland kommen, nicht zurückschicken. Dort haben Sie das Recht, den Asylantrag zu stellen, Frau Thurnherr. Dann ist das ein rechtsfreier Raum, wo man sich die Frage stellt, nehmen wir uns überhaupt noch ernst? Das sind schwere Beschuldigungen, die Sie in da erheben. In anderen Fragen ist die FPÖ bei den Gesetzen nicht so genau, aber okay. Mhm. Also, das sollten Sie einmal definieren. Ich glaube, wir sollten einmal ganz kurz... Dann reden wir mal über Ungarn. Herr Lobart, reden wir mal, was dort passiert. Wir reden gleich über Ungarn. Das Ungarn-Bashing wird uns sicherlich nicht helfen, dass der Herr Steinmann gelebt hat. Sie haben die Bilder gesehen. Sie haben die Bilder gesehen, dass dort Exekutivbeamte auf einen Mann eindreschen, der sein eigenes Kind schützt. Gäbe es sowas jemals in Österreich? Also was würde dann passieren? Haben Sie das die Video vollständig gesehen? Ja, ich habe das Video vollständig gesehen. Kind auf das Gleis geworfen hat und die Polizisten dann das Kind und die Frau geschützt haben. Da sollten Sie mal das gesamte Video sehen, bevor Sie genauso wie viele Medien unwahre Behauptungen aufstellen. Sie wissen alles ganz genau, was dort passiert. Ungarn ist kein sicheres Drittland für Flüchtlinge. Das ist Tatsache. Ganz Europa hat das so bewertet. Nur Sie sehen das anders. Ihnen gefällt die Orban-Politik. Meine Damen und Herren, bitte, ich möchte ein bisschen eine Ordnung reinbringen. Der Herr Strache hat sehr heftige Anschuldigungen gegen die Innenministerin erhoben, die kann sich im Moment nicht wehren, weil sie hier nicht sitzt. Herr Lobatka, es wird eine Ministerklage geben, sagt der Herr Strache. Ja. Hat die Frau Innenministerin aus Ihrer Sicht was schleifen lassen da in den letzten Wochen? Na, ganz sicher nicht. Die Frau Innenministerin war eine der Ersten, die schon lange vor dem Sommer auf diese Problematik hingewiesen hat. Manches, was sie vor dem Sommer gefordert hat, werden wir erst jetzt nächste Woche beschließen. Vor allem was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft. Zu spät alles, aber zu langsam alles? Oder? Noch einmal, der Frau Innenministerin, das war ja die konkrete Frage, kann man den Vorwurf nicht machen? Man hätte es früher machen können. Den Parlament kann man den Vorwurf vielleicht machen, gut. Ich weiß nicht. Ja, wir ringen jetzt noch. Das war alles absehbar. Und wir ringen jetzt. Darf ich noch ganz kurz? Unterwegs. Ja. Man kann immer sagen, es ist zu spät, ich bin froh, dass wir das jetzt schaffen. Aber der entscheidende Punkt ist der, und das muss man ehrlich sagen, natürlich haben die Regeln, die die EU aufgestellt hat, und das betrifft vor allem die Länder, die überrannt worden sind, Griechenland und Italien, diese Regeln nicht mehr die Anwendung gefunden. Und in der Folge davon sind wir mit einer Flüchtlingswelle mit Hunderten, mit Tausenden, mittlerweile mit Zehntausenden Menschen konfrontiert gewesen, was wir vorher nie hatten und wo das Regelwerk der EU versagt hat. Ja, aber dann das Regelwerk war ja von vornherein unter Kritik. Bis dort, ja, also das ist das System. Sagen, aber bis dorthin haben alle Staaten versucht, dieses Regelwerk sich abzuputzen an den anderen. Naja, das ist mein Vorwurf. Und Frau Thurner, das noch ist einmal, der Punkt. Das kann man nicht vieles von vorwerfen. Österreich hat sich hier nicht abgeputzt. Natürlich war Österreich hier auch, solange es nicht betroffen war, haben wir uns weggeduckt. Das ist mein Vorwurf. Wir müssen an den Grund des Übels hin. Erstens müssen wir natürlich unser Engagement verstärken und deswegen fordern wir NEOS natürlich hier Schutzzonen in Syrien direkt, wo wir auch militärische Kapazität brauchen. Wir sind auch der Meinung, dass die Europäische Union militärische Kapazität aufbauen sollte. Dafür sollten Sie sich einsetzen. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann bin ich doch seit Jahren bei jedem Europäischen Rat, bei jeder Sitzung mit dieser Botschaft natürlich klar am Tapet, dass ich sage, ich gehe hier nicht weg, bevor wir diese Themen nicht gemeinsam adressieren. Wir brauchen Europa nicht für die Glühbirne. Aber für diese Fragen brauchen wir Europa. Kollege Scholz, alles das macht der Außenminister. Jedes Mal auf europäischer Ebene, er hat es auch gestern ich muss wieder aber mir gesagt. Als Außenminister bin ich mir nicht so sicher, dass er wirklich für eine Regierung aber ja. Wenn ich kurz da unterbrechen darf, es geht doch, wir reden immer sehr gerne über all diese Maßnahmen, die ganz weit weg von unseren Grenzen stattfinden. Morgen sollte es einen Sondergipfel geben. Der Regierungschef. Wäre wunderbar. Dafür morgen gibt es aber zunächst einmal den Grenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres. Ja. Und wir fragen, und es gibt Grenzkontrollen, hören wir immer wieder, die zwar an der Zahl der Flüchtlinge nichts ändern werden, aber was schon passieren wird oder was passiert ist, in Ungarn tritt um Mitternacht ein sehr, sehr strenges neues Fremdengesetz in Kraft. Viktor Orban versucht, wir haben es auch in der Zeit im Bild 2 vorher gehört, sein Land quasi frei von Flüchtlingen zu machen, indem er alle, die er hatte, Richtung Österreich auf den Weg schickt. Er spricht das auch aus und keine neuen mehr aufnehmen will. Jetzt, wie soll Österreich damit konkret umgehen?
Aber also die Antwort ist relativ leicht. Es gibt wiederum, es gibt zwei Punkte. Das eine ist, wir haben eine Verpflichtung, den Menschen, die da in Not geraten sind, und jeder, der sich die Bilder aus Kobane und wie alle die Städte heißen, anschauen, weiß ja auch, wovor diese Menschen davon laufen. Aber das stimmt nicht. Wir haben, vor einem Jahr, das genau an der Die kommen aus den Flüchtlingslagern. Diese Menschen kommen zum großen Teil aus den Flüchtlingslagern, nicht aus den Kriegsgebieten. Dort sind. Und das ist eine Tatsache, die nicht akzeptieren wollen. Wenn Sie jetzt gestatten, würde ich meinen Gedanken gerne weiter. Ich war an der Reihe, Sie haben da dazwischen. Nein, die Frau Turnett hat mich gefragt. Das tut mir leid, da haben Sie etwas verwechselt. Nein, aber nicht. Die Frau Turnett wollte mich fragen, aber. Ich kann auch aufhören, wenn ich mich gehört habe. Bitte führen Sie den Gedanken zu Ende, dann reden wir weiter. Der zweite Punkt ist, Europa, und das haben wir ja heute auch gesehen, unabhängig davon, was die österreichische Regierung fordert und verlangt, haben heute wieder die europäischen Innenminister, 28 an der Zahl, nicht das weitergebracht, was wir in Europa ganz dringend brauchen, nämlich eine faire Aufteilung, dass es nicht geht, dass ein Land wie Ungarn sagt, ich will jetzt alle rausschieben, dass es nicht geht, dass manche Länder wie Polen, wie andere Länder einfach keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wir brauchen eine faire Aufteilung und nur so kann das kaputte Dublin-System auch wieder so geregelt werden, dass es im Sinne der Menschen ist, und dann ist auch das syrische Flüchtlingsproblem bewältigbar für Europa, wenn wir sie fair auf alle Staaten auch aufteilen. Das muss man ganz klar sagen. Und dafür muss man jetzt auch eintreten. Und ich bin entsetzt, wie sehr Europa bis jetzt versagt hat. Wir werden aber weiter daran arbeiten, dass Europa beginnt, hier in die Gänge zu kommen. Es ist ja nicht einzusehen, bei der Finanzkrise hat es jeden Tag eine Sitzung gegeben, und jetzt bei einer humanitären Katastrophe verschickt man die Sitzung in Europa. Das wollen wir als Österreich nicht. Im Moment tut Europa genau das Gegenteil. Es werden überall so nach und nach Grenzkontrollen eingeführt, Frau Glawischnik. Das heißt vorübergehend. Aber vorübergehend, was glauben Sie, bis wann? Bis zur, weiß nicht, Wiener Landtagswahl in Österreich oder bis in Syrien wieder Friede ist oder bis Deutschland die Grenzkontrollen wieder aufhebt? Oder wie soll das sein? Ich glaube, man kann es nicht voneinander trennen. Also, dass auf europäischer Ebene eine Lösung her muss, eine politische Lösung passieren muss, das ist ja keine Frage. Und dass es auch eine legale Einreisemöglichkeit in die Europäische Union geben muss, ist, glaube ich, auch keine Frage, um das Schlepperunwesen zu beenden, um diese unerträglichen Vorfälle, wo Menschen zu Tode kommen, um diese riskanten Strecken, die hier teilweise Kinder mit 4, 5 Jahren zurücklegen. Da sind wir uns ja alle einig. Und ich habe überhaupt kein Verständnis für Länder wie Tschechien oder Polen. Tschechien hat 140 sozusagen Asylanerkannte. Polen, glaube ich, 1200. Sind alles Länder, die von der Erweiterung der Europäischen Union massiv profitiert haben. Und ich stehe voll dahinter, dass man diesen Ländern auch in aller Ernsthaftigkeit signalisiert. Also netto kassieren geht nicht, wenn man diesen Grundwert der europäischen Solidarität einfach nicht lebt. Ich meine, wir wissen alle, was Krieg und Frieden in Europa bedeutet. Gerade bei Ungarn. Ich meine, Österreich hat in den 56, 57, da war Österreich wirklich immer nach dem Krieg mit dem heutigen Reichtum nicht vergleichbar. Also Hunderttausende Ungarn aufgenommen. Ja, und deswegen, und die errichten jetzt einen Zaun gegenüber Menschen, die in Not sind. Also das kann es ja alles nicht geben. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Das stimmt ja nicht. Schauen Sie sich ja mal diese Lager an. Sie haben recht mit dem, dass die Food-Programme gekürzt worden sind. Ja, auch genau. Österreich im Übrigen, auch unser Außenminister hat über die UNHCR-Programme Mittel hinuntergeschraubt. Genau. Die letzten Jahre vollkommen unverständlich. Ja. Überhaupt keine Frage. Aber, aber das ist trotzdem, wie soll man hier über Jahre hinweg überleben, und dass diese Menschen sich jetzt auf die Reise machen, war vorhersehbar. Aus den Flüchtlingslagern. Ja, und das ist der Punkt. Und ja, das ist genau trotzdem, der Punkt, wir reden trotzdem nicht über irgendwelche Reisebackeln und irgendwelche Koffer, die man durch die Welt schickt oder durch Europa schickt, sondern wir reden über Menschen. Schauen Sie, Frau Glawischnik, Sie können nicht das Leid von 60 Millionen Menschen in Europa lösen. Das geht nicht. So viele Flüchtlinge gibt es weltweit. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, doch den Großteil tragen Länder, die überhaupt nicht kapazitiert die Einladung lange genug aufrecht hält, wenn alle kommen. Und das geht sich nicht aus. Das heißt, schauen Sie, die meisten, die kommen, und das sagt mir auch der jordanische Botschafter, kommen aus den Flüchtlingslagern, weil es dort unerträglich wird. Das heißt, die sind an und für sich schon in sicheren Gebieten und brechen von dort auf, um sich ihr Leben zu verbessern, was auch nachvollziehbar ist. Das heißt, ihr Leben zu verbessern? Natürlich. Wenn ein Kind keine Schule besuchen kann, keine medizinische Versorgung hat, nichts mehr zu essen hat. Hören Sie mir zu? Nichts mehr zu essen hat. In den meisten Flüchtlingslagern wurde das Essen rationiert. Das heißt,
Das Essen wurde halbiert, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da wurde von 31 Dollar pro Monat auf 9 Dollar reduziert, muss man sich einmal vorstellen. Und das ist der Punkt. Das heißt, wir hungern sie dort aus, zwingen die Leute aufzubrechen und die kommen aus Flüchtlingslagern zu uns. Und das ist ja das Problem. Und hier müssen wir einschreiten und das tun wir aber nicht. Was wir tun, wir werfen alle in einen Topf und sagen, das sind alles Kriegsflüchtlinge, kommen aus dem Kriegsgebiet. Das stimmt aber nicht. Das heißt, wir müssen vor Ort helfen. Wir brauchen Schutzzonen, wir brauchen Geld vor Ort. Und diese Diskussion müssen wir führen. Wir haben die Botschaft verstanden. Die deutsche Bundeskanzlerin hat irgendwann dieser Tage gesagt, Angela Merkel hat irgendwann dieser Tage gesagt, es gibt keine Obergrenze beim Grundrecht auf Asyl. Also ich sag, hat sie recht? Ja, natürlich, oder? Na, sie kann nicht recht haben, weil natürlich das nicht möglich sein kann. Die 1,5 Milliarden Menschen und mehr, die es gibt, die heute in Armut leben, in Europa aufzunehmen. Und wenn man die Standards heute hernimmt, die teilweise international im Bereich der Armutsdiskussion diskutiert werden, na bitte, also bei aller Wertschätzung, dann bricht ja das gesamte System zusammen. Das heißt, wir müssen unterschiedlich endlich akzeptieren, dass es unterschiedliche Facetten gibt. Die Wurzel des Problems, das entscheidend ist, da hat auch die Europäische Union, aber die NATO am obersten versagt, die das hinterlassen hat, wo man nämlich, wenn man wollte, innerhalb kürzester Zeit diese, ich sage ganz bewusst, paar zigtausend Radikal-Islamisten überwinden könnte und in dieser Region wieder Sicherheit schaffen könnte. Das ist nicht der Fall. Seit Jahren sieht man weg. Und jetzt ist genau das eingetreten, dass auch bei den Aufnahmezentren, und das hat ja die Frau Merkel gesagt, es ist eine größere Krise als die Griechenland-Krise. Aber wenn wir nur einen Bruchteil des Geldes, das wir Griechenland zur Verfügung gestellt haben, nämlich 200 Milliarden, nur einen Bruchteil verwenden würden, dann würde es diese heutige Entwicklung nicht geben. Und das zeigt das Versagen der Europäischen Union auf. Das zeigt auf, wie unverantwortlich man umgeht, weil man ist ja nicht ehrlich. Es kann ja nicht grenzenlos möglich sein. Ja, es muss aber Obergrenzen geben. Wir haben heute 500.000 Arbeitslose in Österreich. Seien wir schon präzise. Wo werden wir im Winter die Versorgung sicherstellen? Wie werden wir die Kosten sicherstellen? Welche Sondersteuern werden Sie nach der Wiener Wahl einführen? Das sollten Sie ehrlicherweise einmal den Menschen sagen. Dies ist keine Wiener Wahlkampfdiskussion. Nein, aber das sollten wir ehrlich damit umgehen. Wir müssen die Probleme vor Ort lösen und nicht. Dann sagen Sie eine Zahl. Und sagen, wir machen grenzenlos die Grenzen auf. Das ist ja das Versagen. Das ist ja das Missmanagement dieser Regierung. So einfach geht es in dieser Region nicht. Und wir haben es gesehen in Afghanistan, wo sowohl Russland als auch die USA Milliarden an Militärausgaben gehabt haben. Was haben wir in Afghanistan jetzt? 3 Millionen Flüchtlinge in Pakistan, 2 Millionen im Iran. Diese gesamte Region ist zutiefst zerstritten. Ja. Es wird noch lange dauern, bis man zu einer Lösung kommt. Die NATO hat das hinterlassen. Wenn wir morgen einen Sondergipfel der Regierungschefs und wenn die Europäische Union, die Regierungschefs sagen, wir stellen 5 Milliarden bereit zur Schaffung von Flugverbotszonen und Schutzzonen für Flüchtlinge. Und dann haben wir auch das moralische Recht zu hebeln, eine Sonderkonferenz der Vereinigten Nationen, dass wir die in die Pflicht holen und sagen, wir brauchen hier natürlich den Iran genauso am Tisch wie Russland. Wir brauchen natürlich die Nachbarn. Das können wir, wenn wir in Vorleistung gehen. Nur hier müssen Sie handeln. Sie sagen immer Mann, Mann, Mann. Nur wer regiert denn Europa? Die Sozialdemokratie, und die Konservativen. Und von Ihren Schwesterparteien und von Ihren Regierungschefs, da kommt zu wenig in den letzten Jahren. Wir müssen an die Wurzeln des Übels. Lassen Sie mich beim Herrn Strache, nur habe ich andere Antworten. Nein, lassen Sie mich. Der Stacheldrahtzaun wird uns nicht helfen. Der jordanische Botschafter würde sofort eine Milliarde Flüchtlinge nehmen. Eine Milliarde würde er sofort nehmen und den gleichen Preis, den wir in Österreich zahlen. Eine Million. Für die Milliarde, die wir in Österreich zahlen. Das würde er noch nehmen. Bei einem kann man und darf man nicht noch beim Herrn Klubobmann Strache sein. Wenn bei meiner Tier, jemand steht mit einem Kind am Arm in Not. Und ja, da machen bitte. Uns, nein, hören Sie, jetzt, hören Sie mir jetzt Frau kurz Klavischen. Zu, bitte hören Sie mir mal ganz kurz zu. Sie versuchen, Sie wissen, 80% die Welle jungen Männern der Hilfsbereitschaft. Kinder zu machen. Darf ich einmal, Sie doch nicht die Realität. Können Sie mich kurz ausreden lassen? Geht das, dass er Frau ausreden darf? Aber, die Welle der Hilfsbereitschaft, die jetzt nach Österreich gegangen ist, nehmen Sie sich daran ein Beispiel, wie viele Menschen am Zentralbahnhof, am Westbahnhof, ja, jetzt nach Weißkirchen... Ja, durch eine Parteivereinnahme, das mag ich eben nicht. Wir laufen nicht im pinken Shirt am Westbahnhof herum. Nein, das mag ich nicht, diese Art von Vereinnahme. Seien Sie nicht so emotional. Nein, das mag ich nicht. Sagen wir, nehmen wir uns politisch. Was regt Sie sich jetzt so auf?
Ja, aber ich mag das nicht, wenn man dieses menschliche Leid verwurstet in einen Wahlkampf hinein. Das mag ich nicht. Ich habe nur gesagt, nehmen wir uns daran politisch ein Beispiel. Ja, die Botschaft haben wir von Ihnen jetzt fünfmal gehört. Ich glaube, die ist angekommen. Sie haben mir noch nicht einmal ausreden. Sie sind vielleicht grantig. Ja, dann werde ich schon grantig, weil das ist nicht okay. Machen wir eine Ich habe nur eines gesagt und ich möchte es trotzdem noch einmal sagen. Nehmen wir so ein Beispiel, wie die Zivilgesellschaft in Österreich mit dem Problem umgeht. Sie geht sehr gelassen damit um. Sogar das Rote Kreuz, also alle Hilfsorganisationen gehen sehr gelassen damit um. Die sagen, wir schaffen das und nehmen wir uns daran politisch. Beispiel. Mehr wollte ich nicht sagen. Letzte Frage, Herr Schieder, an Sie. Der Bundeskanzler betont immer, wie großartig die Zusammenarbeit mit Deutschland funktioniert und die Vorausinformation und in wie guten Gesprächen er mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel ist. Gibt es denn irgendeine Absprache schon darüber oder eine Idee, ein Konzept, wie lange denn diese Grenzkontrollen aufrechterhalten bleiben sollen von Deutschland aus? Der Bundeskanzler, der Vizekanzler, werden morgen in Deutschland sein, bei der deutschen Bundeskanzlerin, beim deutschen Vizekanzler. Das heißt, man wird genau diese Lage morgen gemeinsam besprechen. Das halte ich auch für das Gegenstück in Europa, wo man sagt, diese Achse funktioniert und spricht miteinander. Und jetzt ist es auch die Aufgabe von Deutschland, von Österreich, auch zu schauen mit anderen Staaten in Europa, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Das ist eben das, was jetzt auch versucht wird, sowohl für die Situation in Österreich und in Deutschland, als auch für die gesamteuropäische Situation. Was morgen genau geklärt werden wird und rauskommen wird, dem kann ich nicht vorgreifen, naturgemäß, weil also, die deutsche Bundeskanzlerin und Österreich pflegen es, miteinander zu reden und nicht vorher schon auszumachen. Sonst haben Sie noch keine Vorausinformation bekommen? Nein, aber ich halte es für den richtigen Weg, dass man kurzfristig sich auch zusammensetzt in Europa und versucht, diese Probleme zu lösen. Das hätte ich mir auch gewünscht von den anderen 26 Regierungschefs in Europa. Wie weit voraus informiert waren Sie denn tatsächlich, Herr Lopatka, oder der Außenminister, tatsächlich über das, was Deutschland gestern Abend gemacht hat, nämlich die Grenzkontrollen einzuführen? Na, schauen Sie, dass das kommen muss, das haben wir gewusst. Ich habe erst letzte Woche hier auch mit den Kollegen in Deutschland gesprochen. Und wir werden, solange die Europäische Union nicht imstande ist, eine europaweite Lösung zu schaffen, leider diesen Schritt zurückhaben, dass wir diese Grenzkontrollen brauchen. Mhm. Es kann nicht sein, dass Österreich und Deutschland die gesamte Last für Europa tragen. Der bayerische Innenminister Herrmann hat heute schon gesagt, das könnte Monate dauern. Ja. Stimmt das? Sehen Sie das auch so? Wenn die Europäische Union nicht imstande ist, hier eine Lastentragung, mehr Solidarität zu erreichen, dann sehe ich, dass es die einzige Möglichkeit ist. Ich halte mich da lieber an die Regierungschefs als an den Landespolitiker. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Funktionieren, wenn die Menschen, die kommen, sich ihre Wunschdestinationen aussuchen. Das, und das erleben nicht. Wir seit Wochen und Monaten. Wir gibt eine ganz einfache Lösung. Wir können diese Milliarde, die wir hier zahlen, nach Jordanien und die nehmen uns eine Million Flüchtlinge. Sie haben das jetzt schon, Herr Luca, dreimal gesagt. Wir haben es verstanden. Die nehmen uns nochmal extra eine. Ich habe mit dem jordanischen Botschafter gesprochen. Sie haben es uns gesagt. Meine Damen und Herren, falls Sie also möglicherweise vorhaben, zum Oktoberfest nach München zu fahren, dass ja jetzt dank der Grenzkontrollen ganz nach Wunsch der Bayern völlig ungestört ablaufen sollte, sage ich Ihnen nur, den Reisepass nicht vergessen oder Personalausweis, sich auf lange Wartezeiten an der Grenze sicherheitshalber einstellen, wenn möglicherweise gelten dann auch noch die Grenzkontrollen auszuschließen, ist das nicht. Wollte das jedenfalls niemand heute hier am Tisch. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen. Danke für die Diskussion heute Abend. Danke Ihnen auch, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Jetzt beginnt gleich verspätet, aber doch sehenswert, der Kulturmontag. Ihnen noch einen guten Abend.